Hinter mir seht ihr die Faultürme. Der Belebtschlamm, der aus dem Vorklärbecken und dem Nachklärbecken abgezogen wird, gelangt nun in den Faulturm. Hier bleibt er ca. 30 Tage bei 37 Grad. Durch das hier entstandene Gas wird das Blockheizkraftwerk angetrieben. Der Motor, der mit Gas betrieben wird, treibt einen Generator an. Dieser erzeugt Strom. Somit können wir die komplette Anlage energieautark betreiben.